kann ihn ja auch gar nicht verletzen. Irgendwie. Ja, das juckt ihn überhaupt nicht. Okay, das war wohl ein Fehler. Ah, ich glaube, ich weiß, wie es geht. So einfach. Nein, ich will... Och, Mann. Ah, jetzt sind sie wieder da. Okay. Erst den eingesperrten Hasen. Zuletzt den Skelettritter. Komm vor, komm vor. Ja, und jetzt? Ich hab doch... Erst den eingesperrten Hasen, zuletzt den Skelettritter. Ja, und weiter? Hab ich doch gemacht. Hab ich doch gemacht? Verstehe ich nicht. Egal. Es ist mir zu hoch, zu seltsam, zu kompliziert. Oder ähnliches. Ah, da komme ich jetzt auch nicht weiter. Aber ich kann nicht springen. Jetzt kann ich springen. Springen wir mal da runter. Was mich nicht sehr weiterbringt, weil ich Folgendes tun muss. Nämlich den hier aktivieren und dann... Scheiße, komme ich jetzt eigentlich unten lang? Ich glaube nicht, oder? Nein! Okay, gehen wir oben lang. Kein Thema. Passt schon. Was nicht Passwort passen gemocht. Nein, die Taste. Jetzt bin ich wieder durcheinander gekommen. So, genau. Ich muss jetzt hier runter. Oh, du gibst aber auch nicht auf, hä? Junge. Was brauche ich denn? Kraft... Handschuh, Armband, was auch immer da stand. Ich kenne es unter Armband, unter Handschuh, unter alles Mögliche kenne ich es eigentlich. Nein, egal. Brauche ich auch nicht weiter. So. Mit dem kleinen Schlüssel lässt sich fast jedes Schloss öffnen. Aber auch noch fast. Scheißendreck. Was mache ich jetzt? Das mache ich. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh nein, ich will nicht sterben. Nicht hier, nicht jetzt. Not now. Gut. Glück gehabt. Ah ja, die besiege ich auf folgende Art und Weise, richtig? Denk mal, das mit dem erst den eingesperrten Hasen, zuletzt den Skelettritter war so gemeint, dass man halt herausfindet, wie man den tötet. Und viel mehr wird es mir nicht gegangen sein. Moment, wo sind die Feder? Ich hab doch alles. So. Nein, das wollte ich nicht. Kann ich den? Kann ich mitnehmen? Gut. Wusste ich. Hab ich den großen Schlüssel? Den habe ich doch noch gar nicht. Oh Gott! Ich habe wieder nur Mist gemacht. Aber nur am laufenden Bande hier. Okay, gehen wir wieder hier hoch und ja. Ja, klar. Ja. Ich wollte sowieso mal ganz an Anfang. Wer da ja noch was war. Weg.
Nee, passiert nichts. Ich dachte. So, jetzt geht das wieder los. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Na, dann kann ja nicht viel passieren. Wenn ich anstatt A, B drücke. Clever muss es erstmal sein. Geh weg, komm. So, jetzt muss ich an den Anfang zurück. Genau. Ah, komm. Nein! Nur Rubine. Was fange ich mit Rubin an? So, hier will ich rein. Ja. Hoffentlich laufe ich jetzt nicht in irgendeine Falle. Und hier nehmen wir mal das Schwert hin. Offensichtlich keine Falle. Aber ein Teil der Macht. Sehr schön. Jetzt können wir den wieder alle im Port draufhauen, verdammt. Das habe ich mir schon fast gedacht. Okay, nur wegschießen, rüber. Verdammt. Ich habe wieder das scheiß Pulver anstatt der Feder. Das ist schlimm, sowas vergisst man. Die Karte, sehr schön. Weil ich damit jetzt auch sehr viel anfangen kann. Aber ich muss das Vieh erst besiegen. Verdammt. Oh, ich dachte, hier ist was Nützliches. Ah, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Da ist noch eine Truhe. Ja, und ich bin gleich tot. Wenn ich tot bin, mache ich erstmal Schluss. Okay, wo ist die Truhe? Ganz verkehrt. Wie komme ich denn da nochmal hin? Wie komme ich denn da nochmal hin? Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Naja, irgendwie werde ich da schon. War hier irgendwo ein Weg nach oben? Nee, eigentlich nicht. Mist, ich habe kein Pulver mehr. Nee, ne? Nee, ne? Och nee. Und verdammt, hätte ja klappen können. Ja, toll, aber ich muss anscheinend das Dungeon jetzt verlassen und wieder reinkommen, damit das hier unten ist. So, ich habe wieder Mist gemacht. Nein, ich muss es gar nicht verlassen. Oh, ich denke aber auch nicht mit. Es ist schlimm. Ich denke einfach nicht mit. So, jetzt sind wir auch schon in der Nähe von der Truhe. Oh, bin ich bescheuert. Ich habe wieder nicht mitgedacht, weil ich keine Feder habe. Oh, ich brauche wirklich eine Pause. Das war The Legend of Zelda: Link's Awakening und ja, weiter geht's im nächsten Teil. Und ich sag, ciao und bis bald, euer Randkunden.